Was ich auch drauf gekommen bin, Drescher und Kreisverkehr vertragen sich nicht. Warum nicht? Ich bin da nicht durchgekommen. Bist nicht durchgekommen? Warum nicht? Hm? Hast du einen anderen Drescher? Nein, aber der ist stecken geblieben da und. Wo bist du da stecken geblieben? Also ich hab das sogar mit Autodrive durchfahren lassen. Okay. So, da muss ich am Umweg fahren. Bist du hängen geblieben beim Kreisverkehr? Ja. Gibt's mehr Kreisverkehr oder nur den an? Soweit kenne ich nur den an. Du hast das geschafft, aber dann. Weil der ist ja nicht viel breiter als ein Traktor jetzt. Der ist kein Unmensch. Naja, ich bin mit dem Mähwerk. Ach so, na gut, wenn man mit Mähwerk. Okay, ja dann. Dann ist klar. Das ist dann klar. Dann ist mir auch alles logisch. Noch, fahr weiter. Nein, jetzt war ich auf dem Stein drauf, Alter. Ah, fick dich! Okay. Das geht sich aus. Tore, Kieberer. Das bei der Feuerwehr gibt es auch eine Disco manchmal drin. Ach so? Ja. Jetzt bin ich da vorbeigefahren in der Nacht, Alter, fette Party da drin mit Disco-Kugel und Musik. Ah, da hätte ich da rein müssen. Aber so gefällt mir die Karte, also bin bis jetzt echt zufrieden. Mhm. Ich meine, ich war im rechten Teil noch nicht. Nur einmal kurz, wo mein Hof dort war, aber sonst. So, der linke Teil, der ist schon ganz fresh. Darüber, da kann ich wieder. Ah. Ich glaube, das ist nichts mehr, Moment, ich das Lenkrad wieder ab, Alter. Thank you.
Okay. Deine Dresche macht da nichts, oder? Aus meinem Grasfeld kriege ich 40 Ballen raus, ganz genau, immer. Aus deinem? Wollte ich mir eigentlich auch kaufen, eine größere Ballenmaschine. Ich auch. Dann kam der Kredit. Und zugesehen sind 33 Monate eh nicht viel. Ah ja, jein. Naja, wenn ich denke, ich glaube, ich war jetzt im Oktober da, wir haben schon Dezember, sind schon 2 Monate. Und bis in Jänner spielen wir heute sicher noch. Waren die 4 Monate, kann man sagen. Ein Abend. Du musst mal sagen, wenn ich die Rechte wieder wegnehmen soll, ja? Ich fahr jetzt hin. Wir sollen eine Dresche dazwischen kommen. Kein Problem. Großvati, Großvati, schneit.
Das wäre geil, wenn sich das auch ein bisschen so updaten würde, dass zum Beispiel die Baustelle sich verändert oder so. Machen sie vielleicht, weiß ich nicht. Fertig wird es halt nicht mehr, glaube ich. Ich habe gelesen, dass diese Strohverkaufsstelle und dass das alles ist erst beim letzten Mal dazugekommen. Ah, okay. Krass. Das ist krass. Er verbraucht 70 Liter am Feld. Das ist eine Menge. Das ist wirklich viel, oder? Ich habe übrigens auch meine Silageballen bei dir am Hof verloren gehabt. Also in der Gegend. Weil ich vergessen habe anzuzurren. Weiter. Eigentlich könnte ich da auch gleich runterfahren zum Hof, wo du fährst. Da ist aber nichts am Feld. Außerdem glaube ich, deins zerstöre ich eh nicht. Oh ja, weil du jetzt recht auch hast. Ah, okay, stimmt. Aber sonst nicht. Ich habe aber gelesen, dass sich das viele wünschen. Ich habe letztens so gesagt, Wünsche bei diesen Community-Dings, was aber. Viele wünschen sich auch, dass man beim Computer über die, dass man da Strafe zahlen muss und so. So. Nächster Strich. Step, oder? Was denn? Hat der Traktor auch keinen guten Einschlagswinkel, der Oldie. Also so schon nicht. Aber wenn du dann willst, dann lass dir die nächsten zwei Grasfelder für dich, ja, weil wenn du eher eins früher schon habe, dann nimm halt du die nächsten zweimal und dann machen wir wieder abwechselnd. Okay. Also du willst. Und du brauchst das Geld. Dann ist mir alles recht. So. Die erste hast du noch gesagt, ja. Gerst und Weizen habe ich jetzt für dich. Raps und Sojabohnen brauchst du nicht, das gesagt. Ja. Die erste waren 17.000, oder? Eins war 17, eins war ganz wenig. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich alles habe, aber ich glaube schon. Wie viel hast du insgesamt? 9.000. Achso, ich kann ja nachschauen, ich bin da oben. Ja, ist alles draußen. Okay, passt.
Ist aber dann hört man knurren. Bitte? Dann hört man knurren. Wem? Ein Traktor. Mann oder was? Ja. So. Das war jetzt Nummer 9. Hast du dir recht gemerkt, wie viele Liter du jetzt einladest? Ja, ich schreibe mir auf, wie viele Anhänger. Ah, okay. Mach Strichel. Steigungen mag dir überhaupt nicht gesteppt. Aber wenn du willst, kann ich auch sagen, ich nehme nur 10 Anhänger und den Rest kannst du haben. Weil. Na, nimm okay. Ruhig, nimm ruhig. Wachst du wieder nach? Bist du gerade noch am Feld? Kannst du mir da vielleicht einen Schubser geben? Schubser? Also, warte mal. Ah, warte mal, jetzt bin ich draußen. Du bist nicht hingefahren. So, geht schon, danke. Hast du das gesehen da unten? Bitte? Hast du das gesehen da unten? Hm? War geil. Schneeflocken habe ich zählt. Also momentan sind wir bei 161.000 Liter. Das geht nochmal 10. Deppert. 161.000? Mhm. Und noch nicht fertig wahrscheinlich, oder? Nein, nein, nein. Ein bisschen habe ich noch. Zu 5 werden es noch sein. Und auf die Bahnen halt an jetzt. In der Mitte sind. Jetzt ist zum Beispiel Gras oder so, könnte ich gar nicht machen dabei. Weil ich eben das Gerät nicht da. Oh. Gut, aber es liegt daran, dass du die falsche Ballenpresse gekauft hast. Ja, genau. Beziehungsweise nicht. Beziehungsweise die eine verkauft. Verkauft habe. Hätte ich lieber mir noch das andere Gerät holen sollen, dann hätte ich es gehabt. Wieso muss ich mir jetzt wieder beides verkaufen quasi? Ich weiß nicht, warum du das eine verkauft hast überhaupt. Ja, es war dumm. Ich glaube, ich brauche dann eh die nächste Grasernte dann noch mehr. Dann bin ich eh dabei voll einmal. Mhm. Das sage ich dann noch rechtzeitig. Ja. Du hast wieder nicht damit gerechnet, dass das, so viel ist. Ich dachte, das geht eigentlich mehr rein in das Silo, wenn ich euch. Ach so.
Aber man muss auch ehrlich sagen, bis jetzt das MW3, muss ich sagen, überrascht mich auch sehr. Positiv noch. Ja. Also natürlich spiele ich, wenn ich jetzt auch, wenn ich die Karten jetzt nicht so dazu zähle, obwohl ich mir denke, weißt du, so Wasteland, absolute Hasskarte immer gewesen, aber weißt du, irgendwie geil jetzt wieder dort zu spielen. Ich meine, das mit der Hasskarte kommt jetzt schon langsam wieder, aber. Aber weißt du, was ich meine? Es schaut halt. Ich habe auf einer Karte gespielt schon 5-mal und ich dachte mir, scheiße, ich kenne den nicht. Ja, dann habe ich die mal gegoogelt. Das hat sich so verändert vom Optischen einfach, dass ich gedacht habe, boah, das hätte ich jetzt nicht so erkannt eigentlich. Aber auch die Waffen. Also ich. Es gibt Waffen, okay, die gefallen mir nicht, aber es ist immer so. Aber ich finde. Es fühlt sich alles gut an und auch das mit dem Rutschen und so, das fühlt sich alles so wirklich smart an. Ja? Mhm. Bitte nur noch, dass man so Big scopen kann wie vorher. Das muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht probiert. Es gibt ja nur, glaube ich, nur ein oder zwei neue Snappen gibt. Auch das mit dem Freischalten der Sachen, ich finde das eine coole Idee. Und was halt natürlich mein absolutes Pluspunkt ist. Das ist mit, coole Idee mit Freischalten. Ja, dass man sich das so freischalten muss, alles. Nicht nur durch das Level. Sondern durch Aufgaben. Ja. Und was ich halt absolut feiere, dass es wieder Totenstille gibt. Also, das ist ein Seelen für die Ohren. Wirklich. Wir haben geschaut, letztes Mal gab es das vor 4 CODs. Das war, wow. Wir wissen jetzt, was mir das gemeldet ist, heißt. Wo es gab Totenstille. Black Ops 3 war das? In Black Ops 3 bist du deppert, oder? Oder länger sogar? Nein, kürzer. Müsste ich jetzt echt nochmal schauen, welches. Das habe ich nachgeschaut extra. Ja, wo fahre ich da jetzt? Das wirst du dann auch merken. Was? Dass das ein Segen für die Ohren ist. Und wie geil das dann ist. Weil du hast das noch nie gehabt. Weil seitdem du, glaube ich, ein Gaming-Headset hast, hast du noch nie Totenstille benutzt in COD. Stimmt. Achso, dieses Perk-Totenstille, was da gegeben hat. Da stehen die Kieberrampen auf der Seite. Echt? Ja. Wahrscheinlich, wenn du schnell fährst, Alter, holst du dich raus. Da wirklich, wie in echt stehen die da auf der Seite, Alter. Seit sieben Jahren gab es keine Totenstille mehr. Und welcher Teil war das jetzt? World War II. Ah. War der letzte. Fuck. Wollte ich nicht. Das sag ich auch. Ich bin unabsichtlich über das Silo gefahren. Also über mein Förderband. Ich meine, da geht sicher noch ein bisschen was rein, aber ich habe halt jetzt kein Schiebeschild und alles, dass ich das zusammenschieben könnte. Hier muss man auch echt mehr mit Mieten arbeiten, mit dem Kredit, finde ich. Na gut, also du nimmst da keinen Kredit. Dann musst du es nicht. Dann ja. Das stimmt.
Erinnere mich an unsere letzte Folge. Alles von Hand aufgebaut. Ich erinnere mich nicht daran. Warum? Zuerst wird das zerstört. Dann wird F1 zerstört. Dann wird fast Satis zerstört. Gut, das tut mir halt echt leid. Das war alles meine Schuld. Satis bin ich unschuldig. Na gut, F1 kannst du ja auch nichts dafür. Na oh ja, ich hätte vielleicht den Spielstand irgendwie sichern sollen vorher. Genauso wie Mods. Das hätte ich alles dran denken können. Wäre ich mit diesem Mods hier rübergezogen und nicht nochmal neu laden müssen, hätten wir das Problem ja nicht gehabt. Ja, gut. Ich tue dir das, ich bin jetzt nicht böse deswegen, weißt du, ich meine, das passiert. Ich nicht. Ich meine nur, aber das war. Das ist dann schon meine Schuld gewesen bei den zwei Spielen. Man, bei F1 ist es nicht so tragisch, weil wir es ja eh beendet haben, ja. So quasi. Fertig fahren hätte ich die Saison trotzdem noch. Ja, das hätte ich auch noch gemacht, aber da finde ich das nicht so tragisch. Kommt da aber halt auch wieder entgegen, dass es jetzt mal Zeit für LS ist. Ja. Das stimmt.